16. Spieltag in der Regionalliga West. Die Hinrunde neigt sich dem Ende entgegen. Und heute ist Kahn Marienborn zu Gast hier beim WSV. Wenige Tage nach diesem dramatischen Spiel am Dienstagabend hier bei Flutlicht, dem 2:3 und dieser wahnsinnigen Aufholjagd unserer Mannschaft gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf. Beim WSV gibt es heute 4 Veränderungen in der Startformation. Gaetano Manno ist gelb gesperrt. Er ist heute nicht dabei. Ebenso Joscha Alabas und Jan-Steffen Meyer und Sascha Schünemann. Und für die 4 heute von Beginn an dabei Daniel Grebe, Silvio Pagano, Gino Windmüller und Marco Cirillo. Das sind hier die Highlights bei WSV TV. Thank you.
Unser Cheftrainer ist bei uns, Adrian Alipur. 1:1 gegen Kahn Marienborn, trotz einer relativ frühen Führung nach 22 Minuten. Wie fällt dein Fazit aus, so kurz nach dem Spiel? Ja, es ist natürlich sehr bitter, dass wir unentschieden gespielt haben, weil wir uns viel vorgenommen haben. Ich muss aber halt sagen, dass wir in der ersten Halbzeit, wie auch schon gegen Düsseldorf, einfach zu wenig investiert haben. Wenn du ein Spiel gewinnen willst, dann musst du einfach laufen, dann musst du anlaufen, dann musst du attackieren, dann musst du pressen. Da war halt einfach viel zu wenig Tempo drin im Anlaufverhalten. Wir standen auch in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach zu weit aus der zwischen den Reihen, sodass wir nicht so gut auf die zweiten Bälle gehen konnten. Sind dann 1-0. Das 1-0 ist halt jetzt, das hat jetzt halt nicht so die Sicherheit gegeben. Sind in der Halbzeit, sage ich mal, haben wir uns viel vorgenommen für die zweite Halbzeit. Es wurde halt auch ein bisschen besser. Ich finde, dass wir erst dann wirklich gezündet haben, nachdem wir den Elfmeter verschossen haben. Da haben wir dann auch mehr investiert, hatten danach auch einige gute Chancen noch durch Kramer den Kopfball. Jetzt gerade nochmal Saric, wo er den Ball durchsteckt, da sind wir am zweiten Pfosten nicht präsent gewesen. Und hätten wir in der ersten Halbzeit so gespielt wie in der letzten halben Stunde, kann ich mir schon vorstellen, dass wir gewonnen hätten. Kurzer Vergleich zu Dienstag, die zweite Hälfte sehr kräftezehrend, die wahnsinnige Aufholjagd des WSV, dann nicht belohnt, trotzdem 2:3 verloren, heute auch ein Elfmeter, dann zugesprochen bekommen, das wäre die Chance gewesen, der aber nicht reingegangen ist. Fehlt dann so ein bisschen das Matchglück in ein paar Situationen? Matchglück muss man sich erarbeiten. So, und Matchglück verdient man sich dann, wenn man von der ersten Sekunde an präsent ist, und das waren wir in beiden Spielen nicht, und deswegen brauchen wir da nicht von fehlendem Matchglück sprechen. Jetzt geht es weiter mit 3 Auswärtsspielen nacheinander. Was erwartet jetzt die Truppe? Wie wirst du die Truppe jetzt einstellen? Es geht erst Anfang Dezember wieder zu Hause weiter hier mit dem Derby. Ja, wir wollen unsere Spiele ja grundsätzlich gewinnen. So, wir müssen jetzt in der Woche halt einfach nochmal ein paar Dinge etwas intensiver ansprechen. Wir müssen da jetzt ganz schnell hinkommen, dass wir von Anfang an präsent sind und das umsetzen, was wir uns vorstellen. Und dann hoffe ich da, dass wir punktemäßig auf jeden Fall nachlegen können. Adrian Alipur, vielen Dank. Gerne.